Moin Freunde, ihr schaut Mofan VR, ich bin Mo Tensen und der Dedalus hat mir schon ein YouTube-Video rüber geflankt und heute hat es auch Justin gefunden und gepostet und ja, jetzt muss ich mal reagieren. Die lieben Freunde von VR4Player.fr, ja, französischsprachiger PlayStation VR-Kanal, die sich besonders dadurch ausgezeichnet haben, dass sie immer so Mockup-Videos machen über zum Beispiel eine zukünftige PlayStation VR und auch die PlayStation 5 haben sie gemacht und so. Ist ganz niedlich und ich mag das ja auch ganz gerne. Ja. Vielleicht müsst ihr aber auch dazu wissen, ich beurteile diese Videos natürlich irgendwie als zwei Personen. Ja. Einerseits bin ich selber 3D-Typ. Ja. Ich bin 3D-Freelancer von der eher gestalterischen Seite. Ja. Also meine normale Berufsbezeichnung ist tatsächlich Animation Director und Motion Designer, 3D Motion Designer und so. Ja. Dafür, es ist halt für mich auch immer sehr witzig, sozusagen dann Amateurarbeiten zu sehen. Ja. Und ich werde erstmal Folgendes machen. Für mich muss ich natürlich auch darauf reagieren, wie das handwerklich gemacht ist. Ja. Ich glaube, für euch als Zuschauer macht das keinen Unterschied. Ja. Und natürlich als VR-Fan gucke ich mir auch an, was da los ist und wir gucken uns das Ding mal gemeinsam an, denn tatsächlich ist es ganz süß, was die da mal machen. Ja, ich finde das wirklich nett. Und zwar haben sie jetzt wieder einen Mockup zur PlayStation VR 2 und nennen das PlayStation XR Sony Trailer PS5 Konzept. Budum. Und dann fahren wir mal ab und wir gucken uns das erstmal einmal komplett an. Ja? Fetzige Musik ist am Start und ich krieg kein Gefühl. Trotzdem finde ich diesen Trailer ganz schwül. Eid. Und da ist sie. Wow. OLED-Pixel. USB-C-Link zu PS5. Und reingeschnitten. Irgendwas. Irgendwas. Das war Half-Life Alyx. Hm? Sehr nett. Quick Installation. Ah. Blue Light Filter. Oh Mann. Eye-Tracking, ne? Nice. Population One habe ich auch erkannt. Und natürlich Star Wars. Farpoint. Keine Ahnung, was das war. Die Controller, ja, die sehen schlimm aus, leider. Die mag ich nicht so sehr. Okay, so. Das ist das Video. Ziemlich länglich auch. Bound. Sehr nice. 3 Minuten 17. Alter Schwede, ey. Kein Hersteller würde so ein langes Video machen. Das ist einfach zu lang. Aber ich finde das wirklich nett, ja. Ich kennt ihr das als Kind oder so? Oder als Jugendlicher noch? Ja, da habe ich immer alle Sachen, die ich mir so vorgestellt habe, die ich gerne hätte, ja, und in der DDR hatten wir ja nichts, habe ich immer gemalt, ja, irgendwie, ich habe Fahrräder gemalt und später Mopeds und Turnschuhe und so, und mir kommt das immer so ähnlich vor, ja, also ich finde es total sympathisch, dass die das machen, ich finde es wirklich toll, vor allen Dingen, dass sie auch wirklich gute Ideen dabei haben, ja, ich drehe mal den Ton runter und dann gucken wir uns das jetzt nochmal an und
ich reagiere jetzt erstmal einfach auf die Specs, die es hat, ne? Also tatsächlich, ja, ist das von Sony. Was ich sehr interessant finde, sie haben ja wirklich schon mehrere Konzepte gemacht. Die sahen immer sehr ähnlich aus wie die bisherige PlayStation VR. Was ich zum Beispiel nicht glaube. Die bisherige PlayStation VR finde ich sehr komfortabel, aber ich glaube nicht, dass Sony an der Stelle stehen geblieben wäre, sondern ich glaube, dass die weitermachen. Ja? Und ich sage das übrigens so komisch, weil wir alle nicht wissen, ob es eine PlayStation VR 2 geben wird in naher Zukunft. Ja? Hier mit dem SD-Port ist eine super Idee. Ich finde das so nett. So, also ihr Konzept ist offensichtlich, dass es eine autarke Brille ist, die sich aber natürlich auch mit der PlayStation 5 betreiben lässt. Ja? Und während sie, wir lassen das mal vorbeifahren, das wird ja einzeln gefeatured noch alles, da können wir mal drauf eingehen. Da, so, das ist ganz interessant. Ne? Sie haben jetzt wirklich sich ein neues Headstrap ausgedacht und ich finde tatsächlich ein ganz geiles. Ja? Das macht echt einen guten Eindruck. Das ist auch wieder so ein bisschen Halo, aber noch eine andere Richtung. Finde ich total sympathisch. Kann ich echt mitleben. Ja, hier sehen wir es nochmal. Dann, vielleicht habt ihr es gesehen, sie haben auch tatsächlich vier Kameras platziert, so wie bei der Oculus Quest zum Beispiel. Und haben hinten in dem Headstrap aber auch eine Kamera. Ja, das ich ein bisschen gut gemeint finde. Ja, DualSense Controller, der wird hier einfach mal kurz mit eingeblendet. Und ansonsten von hinten ähnelt das Headstrap tatsächlich dem alten. Dann 4K Screen. Also wie gesagt, ne, macht euch das bewusst. Das hier ist alles quasi ein Kindertraum von erwachsenen Menschen, die aber einfach große Fanboys sind. Und OLED-Display. Ja, also die Auflösung entspricht jetzt quasi der aktuellen HP Reverb G2. Und ich kann euch versichern, das ist eine krasse Auflösung. Ja, das ist wirklich Hammer. Und wobei, warte mal. Hat die nicht sogar noch ein bisschen mehr? Egal. Also so in der Region. Ja? Also das ist wirklich fett. Da sieht man kaum noch Pixel. Besonders bei der PlayStation VR, die war ja eh schon mit einem Display ausgestattet, was wirklich, wirklich einen sehr guten Screen-Door-Effekt hatte. Bei der geringen Auflösung, die es bisher hatte, ja, das waren ja wirklich mal gerade mal 1080p. Und ist auch ein OLED-Display, was angenehm ist für Schwarzwerte und so. Für mir ist das selber gar nicht so wichtig, aber wenn man es hat, warum nicht? Und das hier wäre sozusagen die Evolution. Und je nachdem, wie viel Field of View so eine neue Brille liefern würde, ist das auch wirklich ein fantastischer Wert. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach so, nee, jetzt konnte ich. An der Seite vom Headstrap hatten sie noch eine Kamera, wenn ich mich nicht täusche. Das ist merkwürdig. Also, sie sind der Meinung, dass man auch über Link dann spielen könnte, ja, so mit so einem Kabel. USB, also, um kompatibel zu sein mit den alten Spielen, was ich einfach eine ganz nette Idee finde. Dann ein bisschen reingeschnittener Egal-Kram. Dann gibt es 3D-Audio. Das ist jetzt wirklich egal. Das gibt es immer. Und das hier finde ich eine nette Idee, ja, für ein mobiles Headset natürlich. Blab eben mal erweiterbar. Nicht so wie bei der Quest, dass irgendwie die größere Version dann gleich mal 100 € mehr kostet, sondern einfach erweiterbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist natürlich zero. Ja, erinnert euch an die PlayStation Vita, die im Prinzip jede Chance gehabt hätte, durch SD-Karten erweiterbar zu sein. Da hat Sony ein prioritäres Format gewählt. Und das ist auch kein Zufall. Ja? Das hilft natürlich auch zum Schutz der Daten. Ja, denn die kleinen Kärtchen, die es zu kaufen gab, die, warte mal, jetzt verfassel ich mich aber, die Kärtchen haben natürlich ein ganz eigenes Format gehabt und dann konnte man noch Memory Cards in die Vita einfügen, die auch ein eigenes Format hatten. Ja? Und, aber das hilft auch, dass man diese Daten nicht einfach in jedem anderen Computer entschlüsseln kann oder so. Geht natürlich mit der Zeit dann sowieso immer alles, aber das macht es halt erstmal ein bisschen sicherer. So, aber eine schöne Idee, ne? Also erweiterbar. Boom. So, dann steckt da ein kleiner Akku hinten in den Headstrap, der arretierbar ist. Das ist auch eine gute Idee, auch eine super gute Idee, dass er austauschbar ist. Finde ich wirklich gut durchdacht. Ja? Wir kennen das alle von der Quest. 2 Stunden, dann. Ich habe einen Deluxe Audio Strap, hätte ich beinahe gesagt. Nee, der heißt anders. Elite Batterie Riemen. Der macht nochmal doppelt so viel. Aber irgendwie ist er trotzdem andauernd alle. Ja, und einfach so ein Ding nachrüsten, das wäre schon geil. So, ja, hier, zack, extra ein Ständer dafür. Ja, ich habe Ständer gesagt. Und die Spielszenen sind natürlich totale Fantasie. Und hier wird er jetzt auf den Kopf gesetzt. Sehr schön. Sieht auch ehrlich gesagt scheiße bequem aus. Ja? Ich hätte echt Bock, das Headset aufzusetzen. Das Einzige, was ich jetzt zu kritisieren habe, ist, dass ich
eigentlich vermute, dass ein neues Headset von Sony noch zierlicher wäre. Das hier ist ja von den ganzen Proportionen her eigentlich so groß wie das bisherige PlayStation VR Headset. Und ich hätte irgendwie den Wunsch gehabt, dass ein neues Headset insgesamt einfach noch weniger in Erscheinung tritt. Ja? Noch weniger im Gesicht ist. Ich weiß gar nicht, was ich mir da konkret vorstelle. Also, dass das hier wegschiebbar ist, ist eine total nette Idee. Dann Blue Light Filter finde ich total süß, ja. Also gleich in die Linsen eingebaut. Schutz vor blauem Licht. Das Quick Opening ist totaler Bullshit, das braucht keine Sau mehr. Ja. Alle Headsets haben Pass-Through, das ist total cool. Aber Herrgott, lass es. Lassen wir es, was soll's. So, und jetzt kommt der Punkt, der wirklich eigentümlich ist. Denn, hä? Die Batterien sollen am Arm befestigt werden? Was ist denn da los? Okay, das ist schräg, ja. Aber ich finde es wirklich nett, was die für Ideen haben. Es ist total cool. Aber auch totaler Scheiß, ja. Am Gürtel macht schon ein bisschen mehr Sinn, ne? Das kennen wir, das machen viele mit der Oculus Quest. Die stecken sich da ein normales Akku-Pack rein und hängen es hinten an die Quest oder stecken sie es in eine Hosentasche oder so. Finde ich okay, ja, vollkommen okay. So, jetzt Eye-Tracking. So, sie haben dann neben den zwei Linsen kleine Kameras positioniert. Das macht total Sinn. Ja, finde ich gut. Ich würde mir allerdings wünschen, was ich glaube in dem Video überhaupt nicht vorkommt, ein größeres Field of View. Ja, und da würde ich mir auch bessere Linsen wünschen. Und wenn man das schon am Wünschen ist, würde ich mir auch ein Drehrad für die Sehstärke wünschen. Ja, sowas ist möglich, Leute. Es gibt tatsächlich VR-Brillen, die das haben. Und jetzt kommen x-beliebige Gameplay-Trailer. Teilweise kann ich dir nicht mal, das hier ist The Walking Dead gewesen. Jetzt, guck mal, hier liegen sie nebeneinander. Ne? Das ist das alte Headset und das neue. Und natürlich ist das neue kompatibel, ja, wissen wir. Und man kann dann alle alten PlayStation VR Games wireless spielen. Und jetzt kommt es leider gleich. Population One, ja, Star Wars, habe ich vergessen. Okay, Farpoint, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Controller, die hätten sie mal überarbeiten können. Ja, das Modell haben sie jetzt jedes Mal dabei. Und es tut mir echt leid, das gefällt mir nicht. Das sieht sogar relativ ergonomisch aus, aber ich glaube auf keinen Fall der Welt, dass das so eckig und es sieht einfach fummelig aus. Ja? Auch wenn es gut gemeint ist mit den Handeinschüben und so, das ist wirklich eine gute Idee. Es gab ja jetzt auch schon Patente von PlayStation, von Sony, die erstaunlich ähnlich aussahen wie die Index-Controller und so. Ne? Und das macht auch insgesamt alles Sinn. Aber diese Jungs hier, also diese Controller meine ich jetzt, die sehen nicht bequem aus. Ja, guck mal, die sind so leicht konisch, aber es tut mir echt leid. Das sieht aus, als wenn man sich da an jeder Ecke wehtun müsste. Das ist so. Aber grundsätzlich wünschen sie sich halt die üblichen vier PlayStation-Tasten. In der Mitte jeweils ein Thumbstick, was ein großer Wunsch von uns allen ist, der auch erfüllbar ist, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich nicht so richtig einen Grip-Button, sondern jetzt nur einen Trigger. Das ist schon mal ein kleiner Denkfehler. Eventuell, ich habe es noch nicht gelesen explizit, ob sie meinen, dass da Sensoren sind, die die Finger erkennen oder so, wie bei der Index, kann ja auch sein. Und wir wünschen uns natürlich dasselbe Haptic-Feedback wie in dem DualSense-Controller. Ja, das wäre wirklich eine revolutionäre Sache für VR. Ach da, doch, da ist ein Grip-Button. Jetzt habe ich ihn gesehen. So, und hier nochmal das Headset. Keine Ahnung, warum ich ihm eine hintere Kamera rangedichtet habe. Jetzt sehe ich die nicht mehr. Das war eventuell nur ein Lichtreflex oder sowas denn. Und jetzt müssen wir gleich mal zur handwerklichen Geschichte kommen. Da habe ich nämlich auch ein paar Sachen zu sagen. Boxen, ja, sehr schön. Da, 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 da. So, handwerklich finde ich das nämlich erstaunlich. Ich wüsste so gerne, mit welcher Software die das machen, denn der Renderer, den sie benutzen, der ist echt locker aus 1995 hergesendet worden. Ja? Ich weiß nicht, warum das so ist. Also es gibt immer noch so Renderer, die
sehr schnell sind und halt nicht moderne Effekte haben, sowohl was die Beleuchtung angeht, als auch das Shading und Lighting und so. Ja. Besonders haben sich die Renderer in letzter Zeit darauf konzentriert, sämtliche Aspekte, die von einer Film- oder Fotokamera passieren, zu simulieren. Ja. In Renderings habt ihr chromatische Aberrationen und Linsenverzerrungen und so. Das sind alles Effekte, die in einer optischen Filmerei, analog wird das ja mittlerweile auch nicht mehr gemacht, aber auch in der klassischen Filmbranche bekannt sind. Ja? Durch Linsen entstehen Fehler, wie zum Beispiel spezielle Lichteffekte, Lichtreflexe. Ja? Die hier konntet ihr sehen im Video, wie sie da versucht haben, so Lensflares einzubauen. Ne? Das sind eigentlich alles Fehler, die passieren, weil Linsen mit im Spiel sind. Ja? Oder diese chromatische Aberration, dass zum Rand hin die Farben so ein bisschen auseinanderfasern und solche Geschichten. Und die richtig guten neuen Render-Engines, die nicht nur feilschnell sind und das auch fast alles in Echtzeit machen, die simulieren sowas alles mit, ja? Und was halt nie passieren darf, ist, sie haben ja hier so eine Art Produktpräsentationsgeschichte abgefahren. Die ganze Tiefenunschärfe, die sie da drin haben, die ist zwar nett gemeint, ja? Aber sie sieht meistens nicht gut aus. Ja. Also sie ist wichtig, damit man einen fotografischen Eindruck bekommt, aber es überzeugt mich nicht. Ja. Also die Unschärfe, die sie da drin haben, die sieht für mich immer so ein bisschen unsauber aus, als ob das reingepostet wäre. Was früher auch so gemacht wurde, weil das früher, so vor ungefähr 3, 4 Jahren, hat das noch zusätzliche Renderzeit gekostet. Ja. Und die sieht einfach nicht richtig aus. Es kann auch sein, dass sie einfach, und das passiert auch oft, denn diese starke Tiefenunschärfe passiert, wenn man halt einen sehr engen Kamerawinkel hat. Ne? Dann kriegt man ja immer eine sehr fokussierte Einstellung und dann sehr krasse Tiefenunschärfen. Was viele, viele 3D-Laien machen, ist einen normalen Kamerawinkel nehmen, irgendwie von 36 oder so, und trotzdem künstlich Tiefenunschärfe reindrehen. Und sieht einfach falsch aus. Ja, man guckt sich ein Bild an und weiß gar nicht warum und es sieht einfach nicht richtig aus. Und wahrscheinlich ist das hier auch ein bisschen der Fall. Die zweite Sache, die mich nicht überzeugt, ist tatsächlich das Shading, also wie sich die Oberflächen anfühlen. Das Plastik wirkt auf mich einfach nicht interessant. Das weiß ich jetzt hier. Und was halt ganz schlimm ist, es wurde früher auch, bevor alles mit Global Elimination gerendert wurde, also mit echter Lichtberechnung, hat man halt viele Effekte gefaked, zum Beispiel Kontaktschatten. Ja? Objekte, die irgendwie auf dem Boden stehen oder sehr viele Strukturen haben, da hat man einfach einen Algorithmus genommen, der nur schnell geguckt hat, ey, wo ist eine Kante, bam, und da mache ich schnell dunkel. Das nennt sich Ambient Occlusion, tut mir leid. Und das ist ein ganz einfacher, schneller Effekt und der sorgt aber dafür, dass die Sachen einfach mehr Schattierungen in sich hatten und auch am Boden, wenn Objekte auf dem Boden stehen. Das kann man sehr gut sehen hier in diesem Drehrad. Ne, wirkt es nämlich auf mich so, als wenn da rundherum total krasse Schattierung wäre. Ja? Und das fühlt sich aber falsch an. Und auch die Tatsache, dass da, wo das Headset jetzt irgendwie dem Boden sich nähert, das ist ja ein reflektierender Boden, da wird es einfach konkret dunkel. Ja? Und auch auf der Unterseite und so. Ich glaube, das ist wirklich klassische Ambient Occlusion. Und es sieht einfach nicht mehr gut aus. Ja? Denn was auf jeden Fall ein Problem von Ambient Occlusion war, auch wenn sie den Kontrast ein bisschen rausgeholt haben und die Objekttiefe, man hat in der realen Welt nie schwarze Schatten. Aber damit man, das soll man nicht sehen. Und ein Problem ist auch wirklich, bei echter Lichtverbreitung gibt es keine schwarzen Stellen in der Welt. Ja? Irgendein Element wirft immer Licht zurück, auch komplett schattige Bereiche, wo die Sonne nicht hinkommt, sind nie schwarz, sondern immer eingefärbt von der Umgebung. Ja. Draußen zum Beispiel sieht man eigentlich nur Schatten, die haben immer einen leicht bläulichen Tint, weil sie halt durch die Atmosphäre gefiltertes Sonnenlicht als Erzeuger haben. Und dann werden sie meistens noch durch irgendwas anderes aufgehellt, ja, und wenn es nur Büsche sind und so. Und das ist aber super subtil und das muss man aber auch wissen, ja, das sieht man nicht. Ja, wenn ihr normal guckt draußen, denkt ihr ja nicht so, oh, alle Schatten sind blau. Das ist einfach das gewohnte Sehen. So, und das sind so Kleinigkeiten, die machen halt, die muss man wissen, die kriegt man mit der Zeit irgendwie drauf, wenn man das beruflich lange macht oder so. Ja, und es sieht einfach nicht gut aus, wenn unter den Dingen, wie hier zum Beispiel auch wieder,
so klar sichtbare, dolle Schattierungen sind. Gerade wenn wir hier eigentlich in einem Weißraum sind. Ja, das ist verrückt. Das ist eine wirklich sehr oldschoolige Beleuchtung hier gerade. Also zumindest die Wirkung auf mich hat sie, weil das eigentlich unnötig ist. Ja. Und wir haben trotzdem nie so richtig Bodenkontakt. Also das Headset liegt jetzt auf dem Grund, aber der konkrete Schatten, der jetzt gemacht wird, da wo es aufliegt, ist halt super weich und gestreut. Und das ist halt einfach gefaked Ambient-Occlusion. Das sieht nicht richtig aus. Ja. Und ich weiß, ihr denkt jetzt, der Typ ist bescheuert. Der Shot hier zum Beispiel ist nahezu tadellos, außer dass die Tiefen- und Schärfe nicht schick ist. Und wie Tiefen- und Schärfe jetzt schick ist oder nicht, das ist wirklich, das kann ich mit Worten nicht erklären. Ich weiß es halt einfach nur. So, okay, ihr seht es wieder, unter dem vorderen Teil des Headsets ist halt einfach so ein Matschi-Schatten. Der kommt von nirgendwo, ja? Ihr könnt, denn links und rechts ist ein Matschi-Schatten, ja? Da ist keine klare Beleuchtung. Beziehungsweise bei so einem Setup, wo man eigentlich ein Produkt beleuchten würde von mehreren Seiten, würden die Schatten ganz anders wirken. Es ist wirklich interessant. So. Die ganzen Kamerafahrten und Schnitte und so, das funktioniert. Das ist meistens alles zu lange und ein bisschen zu langweilig für einen professionellen Film, aber das ist vollkommen okay, ja? Also da würde ich nicht meckern. Seht ihr übrigens, wie hier hinten die Tiefenunschärfe so ein bisschen wabbelt gerade? Guckt euch jetzt mal hier diesen unteren Rand an. Ne? Der wackelt in sich. Warum auch immer. Daran sieht man halt auch gut, dass es ein Post-Effekt ist, ne? Dass es nicht real ist. So. Und die ganzen Tiefenunschärfen funktionieren für mich nicht wirklich. Da stimmt irgendwas nicht. Die sind reingepostet. Die flackern auch wirklich oft, ja? Und das Plastik zum Beispiel ist einfach zu glänzend. Ja, auch wenn es ein glattes Plastik sein soll. Heutzutage macht man ein anderes Shading drauf. Das sieht einfach viel spannender aus. Das hier ist wirklich so 1990er-Niveau. So, Spiele sehen, bum, bum, bum. Ja, aber was ich wirklich mag, habe ich schon gesagt, ist irgendwie dieses ganze Design. Das haben sie sich gut ausgedacht. Zumindest der vordere Teil überzeugt mich komplett. Ich finde, dass jetzt der hintere Teil optisch nicht mehr zum vorderen passt. Denn während das Set vorne jetzt so kantig endet und eine leichte Abrundung an den Kanten hat, ja, ist es aber grundsätzlich viereckig. Trotzdem haben sie hinten den Teil gelassen, dass er komplett rund ist, wie der aktuelle Teil. Ja? Und das passt nicht gut zusammen. Ich finde, wenn die irgendwie dieselbe Breite hätten und das auch viereckig wären, dann würde es jetzt wie aus einem Guss wirken. Das haben sie ein bisschen versemmelt jetzt gerade. Das ist jetzt zum Beispiel meine dritte Meinung. Nicht als 3D-Hoshi, nicht als PlayStation-YouTuber, sondern als Designer. Ja, genau, das habe ich auch noch. Crazy, ja. Und übrigens, ihr habt total recht, ja. Jetzt könnt ihr mal kommentieren, du Affe, wenn du alles besser kannst, warum machst du es nicht selber? Ja. Ist so. Und das respektiere ich auch sehr an dem, was die hier machen. Übrigens hier, die Lensflares sehen natürlich auch furchtbar aus, ja. Aber ich höre jetzt auf. Ich kann das trotzdem respektieren, was ihr machen. Ich finde, das ist eine super schöne Laienarbeit und es macht mir auch Spaß zuzugucken, was die für Ideen die haben. Ja, das ist echt cool. Aber für mich als professioneller CG-Filmhersteller tut es auch stellenweise ein bisschen weh. Aber das ist wirklich auf einem anderen Level. Das kann euch komplett egal sein. Ansonsten, wie gesagt, was sie hier für die PlayStation VR 2 gar nicht erwähnt haben, ist das größere Field of View. Das wäre eine Komponente, die würde ich mir auch noch sehr wünschen. Ne? So, und jetzt lassen wir es mal gut sein mit den Jungs. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was mir einfällt. Das war ein klassisches Mo-reagiert-Video. Ich mag tatsächlich diese Art von Videos am liebsten zum Reagieren, ne? Weil es in so vielen Interessensfeldern von mir mitspielt. Alles cool. Ja, nice. Also ich bin gespannt. Ich bin vor allen Dingen interessant. Ich muss ja sagen, bei mir ist ja ein bisschen die große PlayStation VR 2 Ernüchterung erstmal eingetreten, nachdem jetzt klar war, dass das Ding einfach nicht Ende nächsten Jahres kommen wird. Normalerweise bin ich dann nämlich immer sehr vorsichtig mit meinen Erwartungen und habe jetzt erstmal keine mehr. Ich finde es schön, dass sie da am Ball bleiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen mehr das Interesse ist, ihren Kanal weiter zu pushen durch solche Videos, weil sie halt wissen, dass die gut ziehen.
oder ob sie tatsächlich in ihren Herzen immer noch träumende PlayStation VR-User sind, die uns allen ihre Herzenswünsche mitteilen wollen. Kann ich beides akzeptieren? Finde ich beides gut? Das war's von mir. Motenzen Mofan VR. Ich freue mich über dieses Ding, ja, dass man da wieder schön reagieren konnte. Grüße alle Leute im Discord, besonders Justin und Dedalos. We are. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye-bye. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tänzen Mo von VR. Mo von VR. Mo von VR.